Und hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy mit einer weiteren Ausgabe von Dead by Daylight. Und wie ihr vielleicht wisst, der eine oder andere, das neue DLC ist draußen. Und wie ihr seht, es ist schon wirklich eigentlich geil. Also wir haben auch ganz neues, ein helleres Hintergrundbild. Aber komm her, ich will euch einmal zeigen. Ist das nicht irre? So wie sie da so rauskramen. Also, ihr kennt vielleicht The Ring und das ist halt die Gestalt von The Ring und wirklich, ja, sehr gut gemacht. Den habe ich mir jetzt extra für euch zum Anschauen mal gekauft. Kostet knapp 7 Euro, zumindest habe ich so viel bezahlt. Ich schätze aber mal, die 7 Euro ist auf jede Version so teuer. Aber es gibt auch einige DLCs, die sind im Angebot. Ich werde natürlich als Überlebenden spielen. Auch hier kann ich einmal ganz kurz zeigen, das ist halt die neue Gestalt, die man sich halt aufleveln kann. Mit einer schönen, wie soll ich sagen, Regenmantel, Regenjacke. Schon nett gemacht und ich habe mir... Ja, ist auch ein Angebot gerade drin, Ashley wieder geholt. Was ich auf der Xbox habe, habe ich jetzt hier mir auch geholt, weil es ein Angebot ist. Ich finde die Figur einfach nur irre und daher habe ich mir den geholt. Und den möchte ich mir jetzt auch aufleveln. Ich habe nicht ein paar Punkte durch gestern die letzte Runde verdient. Ihr wisst ja noch das Spiel, was ich gemacht habe. Da haben wir uns gar nicht geguckt, was ich noch alles verdient habe. Aber ich habe es bekommen. Und es ist die höchste, die große Wahrscheinlichkeit, dass ich, hoppla, wir brechen nochmal hier ab, dass ich höchstwahrscheinlich doch ein bisschen, ja, was soll ich sagen, wie soll ich sagen, vorankomme. Also ich gehe einfach mal hier auf bereit, dass die neue Killerin vermutlich schon da ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß und ich werde Ashley mal hier ordentlich bisschen leveln, meine Punkte für Ash ausgeben, um ein bisschen... größer voranzukommen. Hier, wir machen Taschenlampe. Dann werde ich einfach mal dieses Netz hier ordentlich voranbringen. Und Partie wurde tatsächlich schon gefunden. Das ging ja echt schnell. Und wie ihr seht, die Leute sind da. Also ich bin dann auch wirklich gespannt, ob wir jetzt die neue Killerin schon kriegen oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist so gerade ein Video, was ich da wirklich komplett gleich aufnehme. So, los, wir können doch ein Netz machen hier. Komm her, ich habe jetzt noch keine Perks frei gemacht für ihn. Kann ich schnell was nehmen? Kann ich schnell was nehmen? Ja, komm her, wir nehmen hier einfach mal was. Stufe 5 müsste ich sein, um weitere Perks zu kriegen. Schaffe ich noch was freizuschalten in 26 Sekunden? Machen wir hier einfach mal. Ein Geschenk ist... Oha, was ist das denn? So. Mehr schaffe ich gerade nicht, aber ich bin so ratzfatz Stufe 4 gekommen schon mal. Bei Ashley. Aber es dauert natürlich seine Zeit, um da ein bisschen besser vorwärts zu kommen. Auf jeden Fall werde ich meine erste Runde mit Ash auf dem PC spielen. Da sind wir doch natürlich neugierig. Ich habe sogar ein, zwei Leute schon Opfergaben hergestellt. Und ja, das wollen wir doch denn jetzt einfach eine Runde mal starten. Wenn ihr da ein bisschen was im Hintergrund hört, meine Schwester ist auch am Zocken. Aber ich hoffe mal, das wird nicht ganz so stören. Ja, wir müssen wieder einen Augenblick warten. Wie immer. Aber diesmal hat er das Spiel relativ schnell gefunden. Und hier geht es auch weiter. Und es schneit jetzt auch schon gerade. Und hier habe ich die Map. Eine schneereiche Map. Ein Krankenhaus, wie ich sehe. Und hier ist gleich ein Generator. Wollen wir auch gleich reparieren? Hey, ich habe gedrückt. Wirklich, das ist ein Zombie. Wollen mich doch verarschen, oder?
Oh. Nemesis? Resident Evil? Au! Er spuckt mich an. Scheiße, ich hab mich vertippelt. Ich bin verletzt. Scheiße. Wo ist schnell weg? Jagt er mich jetzt? Er hat mich gefunden. Also ich habe mir so viel Mühe gegeben. Komm her. Verdammt. Na. Mach dich fertig. Nein, ein noch. Und ich hänge hier. Blöd, ich werde mich jetzt mal nicht bewegen. Ich habe nämlich nichts weiteres am Pferd oder so alles. Ich könnte hier gleich ganz ratzfatz raus sein. Also lasse ich mich einfach mal so ein bisschen hängen. Soll ich versuchen? Fluchtversuch? Oder werde ich jetzt geholfen? Geht nämlich los, es geht schon was. Na komm her. Hat nicht geklappt. Es geht schon los. So Leute, ich könnte jetzt echt Hilfe gebrauchen. Komm schon. Leute, ich werde hier echt im Stich gelassen. Ich kämpfe mit dem Wolf. Es wird schneller. So Leute. Kann echt Hilfe gebrauchen. Boah. Ich mache das glaube ich ganz gut. Aber es bringt mir so nichts weiter. Nein. Oh. Ah. Das hat wehgetan. Kollege, komm schon. Nein. Schande, 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 Schande. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, aber die haben mich im Stich gelassen. Boah, was für eine Runde. Knallhart. Es ist wirklich echt unglaublich, wie das manchmal so extrem ja, sein kann. Ich werde mal hier auf weiter fortfahren gehen und schnell noch mal ein bisschen punkten. Also es ist wirklich knallhart, dass man hier nicht weitergekommen ist. Ledergriff. Toll, was soll ich damit? Und wieder ein bisschen gelevelt. Also, ich habe wirklich sehr viele Punkte, was eine Mal gekriegt. So, auf jeden Fall habe ich den schon mal sehr gut gelevelt. Komm, wir packen noch einen drauf. Hoppla. Geräusch ein bisschen leveln, ne? Ob so höher die Level, ob so besser für die Person. Guck mal, wir haben schon ein bisschen was. Was haben wir denn? Wenn wir gefährdete Spiele erhalten, die Vereinbarung. Du bist ein erstes Situation motiviert. 6% zusätzliche Geschwindigkeit. Das wollen wir haben für Reparatur. Und das zweite anschnallen. Ja, könnte gut sein. Plünderkiste. Nee, ich bin noch nicht ganz so zufrieden. Wir werden noch mal ein bisschen perken.
Damit habe ich jetzt schon Level 10 erreicht. Geheimnisse. Ja. Kann ich nicht? Warum konnte ich jetzt die anderen beiden nicht machen? Wäre bestimmt speziell gewesen, ne? Stufe 12, komm, wir hauen noch einen drauf. Shit. Warum krieg ich den denn nicht? 13. 13 ist eine gute Zahl. Widerstand. Hab ich schon. Was haben wir denn hier? Schutztrefferpunktergebnisse. Das klingt gut. Hoppla, dann wollen wir doch hier den Widerstand nehmen. Ungewöhnlich. Schließschrank verstecken wollen wir ja nicht, ne? Erholungsfahrtschiff in... Ja, gut, das nehmen wir dann. Das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Verdammt. Kann ich jetzt einen weiteren nehmen? Nein, erst ab Stufe 15. Soweit könnte man natürlich durchaus vorankommen. Damit bin ich jetzt mit Ash schon beinahe so weit wie vorher. Warum kann man denn sowas nicht? Hätte ich vielleicht, muss man vielleicht darauf achten, was ich auswähle. Vorne geht's schon wieder los. Nein! Warum krieg ich den denn nicht? Ehering. Hier nehmen wir noch den. So. Da, also ob zu höher, ob zu schlechter kann man die Perks also auswählen. So. Status-Effekt mit 7%, So, den Aura nehmen wir noch. Letzte Maske erhöht die Wahrscheinlichkeit im Roten Wald. Das ist gut. Dann nehmen wir noch einen Werkzeugkasten. Und das... Und diese Einstellung werden wir in das nächste Video sehen. Also genau morgen. Und ja, freue mich denn schon. Taschenlampe. Deinen Weg in die Dunkelheit zu leuchten. Das brauchen wir jetzt nicht. Und werden uns dann schauen, wie ich mich denn so morgen schlage. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Immer dran denken. Wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Und Game Over.